Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Pokémon Purpur auf der Nintendo Switch. Wir haben im letzten Part die Tara von den Blaubeer-Top 4 besiegt und ich habe auch aus Pokémon Home so ein paar Pokémon rübergeholt, damit das nicht mehr ganz so schwierig wird. Weil der letzte Part war jetzt auch schon ein bisschen länger und wir haben mehrere Anläufe gebraucht, um Tara zu besiegen. Ja, habe so ein paar Pokémon auf Level 100 rübergeholt. Wir müssen jetzt rüber in dieses Gebiet, in das, ja, Schneegebiet, wie man sieht. Zu Levi, er ist ja der nächste, der dritte von den Blaubeer-Top 4. Dort würde ich sagen, gehen wir direkt hin. Ja, würde ich sagen, let's fetz, los geht's, oder? Das heißt, einmal nur hin zu ihm rüber, mal schauen, wie schwierig er wird. Kann auch mal kurz schauen. Wenn ich nochmal links im Menü sehen wir das auch. Das sind jetzt im Moment so die Pokémon, die ich im Team habe. Also Miraidon habe ich wieder rübergeholt. Kuraidon, unser zweites und so. Gortrum, Windewoge, Eisenhand. Mal schauen, wie Levi wird. Ich bin mega, mega gehypt, wie es auch in der Story weitergeht allgemein. Wenn hier natürlich Pokémon kommen, die wir nicht kennen, vor allem Shiny, nehme ich sie natürlich sehr gerne mit. Blackmon, sagt sie noch, das ist ein Kampf, ne? Ich würde sagen, den lasse ich erstmal den Kampf, weil ich muss mir so ein bisschen die Sachen aufsparen. Ja, dann können wir eigentlich direkt rüber sehen, sogar noch ein bisschen hier von dem Meer. In dem Gebiet, in dem wir sind im Moment. Ja, das Schneegebiet, also die drei Gebiete, die wir jetzt also mit den Trainern haben, habe ich auch in Karmesin schon so ein bisschen erkundet. Im Schneegebiet, also hier, wo wir jetzt reinkommen, zum Polarareal ist das ja genau. Da muss ich schauen, also alles habe ich hier noch nicht untersucht. Es gibt da hier auch unten so einen Untergrund. Aber ich würde sagen, da gehen wir erstmal nicht hin. Wir gehen erstmal direkt zu. Ja, zum Levi hinten, zu den Blaubeer-Top 4. Und da vorne sehe ich noch gerade, ist auch noch was Schönes hier. Liegt da alles im Moment auf dem Weg, das heißt, schauen wir mal. Was haben wir hier? Ein Schilderbell habe ich schon. Mein großer Traum, sagt sie noch. Ist sogar mit einer schwarzen Sprechblase erkannt. Eigentlich, ach so. Was mir einfällt, wir können sowieso noch gar nicht gegen ihn antreten. Und wir brauchen noch 50 BP im Moment. Wir haben 0 im Moment. Besiege 10 Pokémon per Autokampf. Werden immerhin 20 BP. Würde sagen, let's fetz drauf da. Dann können wir hier die Pokémon so ein bisschen mitnehmen. Werden schon mal zumindest 20 BP. Vielleicht den Kampf gleich noch mitmachen. Wenn man natürlich mehrere Trainer besiegt, so wie ich das in Erinnerung habe, gibt es auch BP irgendwie noch. Weil ich mir jetzt sicher bin. Also ganz sicher bin ich mir gerade nicht, aber müsste eigentlich. Dann können wir eigentlich ihn gleich mit der schwarzen Sprechblase da mitmachen. Hier haben wir noch Jurob. Monozytu. Auch sehr cool, dass die Pokémon hier jetzt alle vorkommen, ne? Ich finde das DLC Teil 2 mega cool. Auch mit dem Raum in der Liga AG. Da müssen wir sowieso nochmal schauen, wenn wir mehrere BP haben. Die ganzen Sachen, die man da freischalten kann. Ist schon geil gemacht auf jeden Fall. Gut, hier haben wir jetzt dann noch eine Station, die wir noch gar nicht kennen. Breitseite, neue Attacke sogar. Meine Zähne klappern. Okay, was sagt Sinon? Nimmst du an vielen Kämpfen teil? Da kann man da Bonussachen holen, wenn wir mehrere Kämpfe haben in dem Gebiet hier. Haben wir natürlich noch nicht. 1200 Grad. Das tut gerade wirklich gut. Ja. Hier im Polarareal. Leben Pokémon, die gut mit Kälte umgehen können. Eis-Pokémon fühlen sich hier besonders wohl. Übrigens heilen muss ich gerade nicht. Ne. Weiß, am Automaten muss ich auch nicht ran oder so. Aber hier ist zum Beispiel noch was. Sehe ich gerade einen Item Top-Genesung immerhin. Autokampf müssen wir auch noch machen. Übrigens das Pet-Sneak, was da gerade war, das habe ich sogar schon als Shiny durch Zufall mal gefunden. Oh, das heißt nochmal hier auf die anderen drauf. Wenn ich mal schau. Achso, wir haben noch schon. Achso, überrumple ein Pokémon, indem du von hinten einen Ball auf es wirfst. Sind auch nochmal 20 PP. Ewiges Eis haben wir hier noch. Ein Item zum Tragen. Okay. Auch sehr cool. Hier sehe ich gerade Europe. Pokéball hinten drauf. Und somit wieder 20 PP bekommen. Na, Europe selbst lasse ich. Da flüchte ich einmal. Gut, was für Missionen haben wir noch? Besiege 10
Ach, wieder 10 per Autokampf. Ich glaube, die Mission kommt immer wieder, ne? Das passt ja, da haben wir gleich 60 BP und können den Kampf gegen Levi bzw. erstmal die Arena-Challenge natürlich machen. So, seine Challenge. Das heißt, nochmal 10 per Autokampf. Wenn ich mal schaue. Ja, 3 haben wir. Kamera mal ein bisschen wegzoomen. Wir haben noch Hokumil. Oder Hokumil. Ah, ich liebe die Pokémon-Teile, ne? Auch wenn die technisch Mängel haben, finde ich die Teile trotzdem mega, mega geil. Gut, ich würde sagen, den Kampf hier muss man mal schauen. Machen wir mit, oder? Mein Traum ist es, in die Blaubeer-Top hier aufzusteigen. Deshalb müssen wir jetzt kämpfen. Okay. Hau mal weg. Lure von der Liga AG fordert dich heraus. Mit Xiaogu und Magnezone. Ja, wir haben Miraidon mit drin und Azugladis. Moment, sehr effektives Flammblitz, das ist sehr cool. Blitztor würde ich sagen, machen wir auch direkt mit drauf. Und selbst Schild ein, Lichtschild. Zumindest das eine Pokémon. Und Magnetzone passt mit einem Treffer weg. Flammblitz, somit Magnetzone schon mal raus. Gut. Rückstoßschaden noch bekommen. Sherox kommt in den Kamm. Sollte eigentlich klappen. Flammblitz ist immer noch sehr effektiv. Ja, Xiaogon würde ich sagen, Blitztour auf Xiaogo drauf. Und sogar mit einem Schlag weg. Mega cool. Ich hoffe ja, dass der Levi nicht zu hart wird. Also wir haben jetzt Pokémon, die alle auf Level 100 sind, damit das nicht zu schwierig wird, wie gesagt. Extra ausgetauscht eben gerade noch vor dem Part. Mit Pokémon Home. Ich sehe gerade, muss kurz mal schauen, ist alles in Ordnung, ne? Mein Bildschirm sah das eben gerade auf dem anderen Monitor, sah irgendwas gerade eben so komisch aus. Aber lol, somit weiter drauf. Ja, läuft alles so. Sieht zumindest alles normal aus. Gut, Sherox besiegt. War eigentlich easy der Kampf. Zumindest wenn man gute Pokémon mit hat. Nein, aufsteigen wollte ich, aufsteigen, nicht absteigen. Sogar 9000 Cash nochmal bekommen. Pokédex auch aktualisiert. Gut, BP haben wir 40. Noch 4 Pokémon per Autokampf. Nehmen wir hier Pico Scheller direkt, Europe. Immer schön drauf da. Catsneel. Und hier nochmal Europe. Hammer. Hä? Wir haben jetzt die gekriegt, aber oben keine 20 BP bekommen. Warum? Hä? Was ist das? Das wurde doch eben gerade angezeigt. Ist das ein Bug? Jetzt heißt es wieder, überrumple einen Pokémon von hinten. Wir haben gerade die 10. Ah, jetzt hat er sie reingeholt. Okay, ich wollte gerade sagen. Somit haben wir 60 BP. Gut. Dann können wir die Arena Challenge nämlich direkt machen. Wir haben jetzt auch einen neuen Flugpunkt natürlich an der Stelle. Das ist ganz gut, dass wir hier lang sind. Wie gesagt, wenn ich natürlich irgendwo ein Pokémon sehe, was ich noch nicht habe, nehme ich es auch gerne mit. Hier sind so ein paar Terra-Kristalle. Alter, müssen wir auch mal wieder gerne mit. Immerhin Supertrank. X-Initiative und hier nochmal schnell wegen 1000 LP nochmal hin. Gut, Levi, wir kommen, würde ich jetzt sagen, oder? Wir sind auf dem Weg. Ich denke mal, die Arena-Challenge wird auch interessant. Ich kenne sie nicht. Wie gesagt, auch im Kamezin habe ich die noch nicht gemacht. Lass Levi in Ruhe, sagt er hier noch. Nö, warum? Ich möchte ihn besiegen. Warum soll ich ihn in Ruhe lassen?
Okay, bereit für die Top 4 Challenge, sagt sie noch da. Ah, danke, schön mal. Schauen wir natürlich erstmal bei den Charakteren hier, da ich ja alles noch nicht kenne. Mal sehen. Sollen wir es versuchen? Also wegen der Missionen. Bald schreiben wir unseren Test. Und hier oben ist dann der Kampfplatz. Eigentlich mega cool. Ist hier noch irgendwas versteckt? So, hier unten ist noch ein Item. Okay, was sagen die noch hier? Bei Sonnenschein am Frieren. Ja, das wäre es schon. Bin mega gespannt und gehypt auf die Challenge hier, wie gesagt. Mal schauen. Das heißt, direkt zum Schalter hin. Ja, wir sind auf jeden Fall bereit. Wir haben die BP extra gerade gesammelt. Willkommen auf dem Polarplatz. Wir sind das Team von Levi von den Top 4. Ah, du musst Nobeldecker sein. Du bist hier, um dich der Blaubeerliga zu stellen, oder? Ja, sonst wäre ich nicht hier, ne? Die Teilnahmegebühr für die Top 4 Challenge beträgt 50 BP. Ist das in Ordnung für dich? Ja. Und da kommt er auch schon. Momentchen. nicht so schnell. Er darf umsonst mitmachen. Bist du dir sicher, Levi? Das widerspricht dann aber den Regeln. Immer diese Regeln. Und dann übernehme ich eben die Gebühren. Besser? Ach, er übernimmt die Gebühren jetzt sogar, oder wie? Aber also, na gut, ich mache eine Ausnahme. Hey, danke, dass. Danke, hast du was gut bei mir? Jo, zukünftiger Champ. Komm, gehen wir zum Kampfplatz. Oh, kommt. Hä? Was ist mit der Challenge dann? Ah, oh, die kommt jetzt noch. Zieh dir diesen heftigen Kampfplatz rein, Bro. Ja, sieht eigentlich ganz schick aus. Okay. Eigentlich ist er nicht viel anders als die anderen Kampfplätze, nur ein bisschen kälter. Ich mag so eisiges Wetter. Ziemlich unüblich für jemanden, der auf Drachen-Pokémon spezialisiert ist. Was? Tja, so bin ich. Unberechenbar. Aber du bist wegen meiner Top 4 Challenge hier und nicht, um dir mein Gelaber anzuhören. Bei meiner Top 4 Challenge dreht sich alles um exklusive Kuppelkämpfe. Okay. Die Regeln sind super easy. Wenn du gegen meine drei Buddies aus der Liga AG gewinnst, hast du bestanden. Finito. Also einfach nur gegen die drei. Okay. Aber du kannst nicht einfach jedes x-beliebige Pokémon einsetzen, auf das du gerade Bock hast. Nur wilde Pokémon, die du in der Terra-Kuppel gefangen hast, sind erlaubt. Okay. Außerdem musst du sie selbst gefangen haben. Ja, ich fange alle Pokémon selber. Wenn du Pokémon im Team hast, die diese Anforderungen nicht erfüllen, gibt es auch keine Challenge für dich. Jo, ich weiß, dass solche Regeln nervig sind. Aber wäre doch lahm, wenn du einfach mit deinen überlevelten Pokémon durch die Challenge rauschen könntest. Ja, stimmt. Eigentlich gute Idee. Und hey. Deine Gegner müssen dieselben Regeln befolgen. Das klingt doch fair, oder? Also, Bro. Willst du dich meiner Top 4 Challenge stellen oder was? Ja, los geht's. Mal schauen, ob das passt mit dem Pokémon, den ich hab. Sauber, na dann geht mal alle auf eure Post, ihr drei. Aber die ich im Team hab, sind ja alle auf 100. Bin soweit. Hallo, kann's kaum erwarten. Du wirst leichter mit einer meiner Challenge haben, wenn du sie mit Verstand, aber entspannt angehst. Wenn du dich gleich in den Kampf stürzen willst, lass es krachen. Du kannst aber auch erst noch eine Runde durch die Kuppel drehen und Pokémon fangen. So oder so, bleib chillig und hab Spaß. Und viel Erfolg allerseits. Okay, gewinne die exklusiven Kuppelkämpfe. Aber die Pokémon, die ich jetzt drin habe, zählen. Oder wie soll ich das gerade verstehen? Warum? Da haben wir links, wie man sieht, die habe ich ja hier nicht in der Kuppel gefangen. Die habe ich ja so in Paldea bekommen, hinten. Also kann ich jetzt ganz normal gegen die kämpfen? Schauen wir mal. Ich liebe graubraune Pokémon. Willst du gegen mich kämpfen? Ja. Oh, wie grausam. Deine Pokémon entsprechen nicht den Regeln.
Okay, super. Du musst sie hier in der Terrakuppel eigenhändig gefangen haben. Vergiss das nicht. Ja, hier in der Terrakuppel, ja, super. Das geht aber gar nicht. Jetzt muss ich schauen. Ich habe extra vor der Party Pokémon rüber geholt von Karmesin. Also hier in der Kuppel habe ich ja höchstens die hier. Die sind da alle nur so, okay. Ja, hier zum Beispiel das Slimy, also Slimog wäre hier aus der Kuppel. Das sind da eigentlich alles Pokémon aus der Kuppel. Jetzt muss ich kurz schauen, Moment. Das heißt, die dürfen wir alle nicht verwenden. Die hauen natürlich in Box 32 rein. Klar. Und ich habe extra die Pokémon jetzt gerade eben vor dem Part, wie gesagt, rübergeholt. Damit das ein bisschen einfacher wird. Weil bei Tara war es ein bisschen schwieriger im letzten Part oben. Aber welche Level haben dann die Pokémon von den Trainern? Das ist so die Frage. Also Gladys muss natürlich noch mit raus dann. Gut, schauen wir mal. Wie gesagt, das sind alles so die Pokémon, die aus der Kuppel sind. Ja. Die meisten davon. Slimer wäre hier nur aus der Kuppel. Na, Xandor nicht, den habe ich aus dem Raid. Lucario bin ich der Meinung auch aus der Kuppel. Müssen wir mal schauen. Diktri ist auch aus der Kuppel. Simon eigentlich auch. Vipitas eigentlich auch. Metinu. Aber die sind alle so von dem Level so weit runter, ey. Scarabax. Glaube auch. Müsste man testen, einmal alle rein ins Team. Obwohl hier das Fleckenmon. Das ist auf jeden Fall auch aus der Kuppel hier. Gut, mal schauen mit dem Team. Frage ist, welche Level haben die Pokémon von denen? Ja, schauen wir mal. Okay, ist anscheinend richtig, oder? Nee. Entsprechend nicht den Regeln. Hä? Muss sie hier. Punkt, Punkt, Punkt. Gut, dann muss ich mal kurz schauen. Das ist ja eine nervige Challenge, muss ich dazu sagen. Also Slimer auf jeden Fall, Slimer aus der Kuppel. Victory auch. Scarabax bin ich mir nicht sicher. Das Scarabax raus. Seemon ist auf jeden Fall hier aus der Kuppel. Zieper eigentlich auch. Hier unser Duflor auch. Wechsle ich sonst einmal mit Tukanon. Ärgerlich nur, Seemon ist Level 50 nur. Eigentlich mega nervige Challenge. Pokéball ist auch hier aus dem Dings. Moment, wechsle ich ein gegen, glaube Slimer. Die sind auf jeden Fall alle aus der Kuppel hier. So, schauen wir mal. Hä, wie grausam. Deine Pokémon entsprechen nicht den Regeln. Die habe ich doch hier gefangen. Was will er von mir? Hä? Das sind auf jeden Fall zu 100% Pokémon hier aus der Kuppel. Slimog läuft hier in der Kuppel rum. Kuguvai, Duflor, Diktri und doch eigentlich auch. Fleckmon, ist ja das Fleckmon hier aus der Kuppel? Das Seemon vielleicht nicht. Moment. Hä, das habe ich aber auch hier gefangen. Gut, muss mal schauen. Hier, das ist auf jeden Fall auch aus der Kuppel, Diktri aber auch, bin ich der Meinung. Oh, Moment. Zeba auf jeden Fall ist er in der Savanne, im Savannen-Areal, ne? Und Slimog doch auch, auf jeden Fall. Das rennt hier auch rum. Habe ich auch hier gefangen. Gut, nochmal schauen. Vielleicht war es Seemon, ne? Ja. Muss ich nicht verstehen. Das sind alles Pokémon aus der Kuppel. Was will er von mir? Du musst sie hier in der. Ja, habe ich eigenhändig hier in der Kuppel gefangen. Das sind die. Also, Kokobai ist von hier. Slimog auch. Blackmon. Renestro auch. Elzeber auch. Mega nervige Challenge. Aber das Slimog. Das habe ich auf jeden Fall so 100% auch von hier, ey. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das Vibrava auch eigentlich von hier. Die sind alle hier aus der Kuppel. Außer hier oben, wie gesagt, Axanthor.
San Magnus auch nicht, ist aus dem Raid. San Dama war auch aus dem Raid, Skelebra. Ich meine, ist auch von hier. Die sind teilweise alle. Iskala habe ich auch hier gefangen. Nimm mal was Slimy raus. Ja, aber Slimog ist auch von hier. Wie gesagt, das sind alles Pokémon von hier eigentlich aus der Kuppel. Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Er geht mir gerade mächtig auf den Nerv. Das sind alles Pokémon aus der Kuppel, wie gesagt. Das Phlegmon ist von hier. Ist ein Alola von hier. Alle selber gefangen. Das Kokoball eigentlich auch. Steht nur DEU oben, nicht beim Kokoball. Warum? Das andere rein. Nimm mal das Kokoball. Aber die sind laufender. Die habe ich doch hier gefangen. Was will er von mir, ey? Ranestro auch von hier eigentlich. Und das Rihorn auch von hier. Elzeba auf jeden Fall. Wie gesagt, das sind auf jeden Fall zu 100% nur Pokémon aus der Kuppel hier. Gut, nochmal versuchen. Oder muss ich jetzt losrennen und die Pokémon fangen und dann antreten? Oder wie soll ich das verstehen? Hey, du musst dich hier in der Kuppel eigenhändig gefangen haben. Vergiss das nicht. Haben wir. Ich schau mal kurz bei ihr. Das kann ja gar nicht sein. Entsprechend nicht den Regeln. Oder muss ich die jetzt fangen? Nee, das kann auch nicht sein. Also ich habe die auf jeden Fall alle, die ich jetzt gerade im Team habe, hier gefangen. Duflo ist auch von hier. Kokowai auf jeden Fall. Iskala auch. Blackmon, Rihorn, Elzeba auch. Oben das Dodri auch auf jeden Fall. Läuft da hinten auch in der Savanne rum und so, ne? Ah, Duflo eigentlich auch. Eigentlich alle, die ich hier habe. Auch das Slimer hier. Das kann nicht wahr sein, oder? Legimon, Iskala auch. Rompack ist auch von hier. Bluebella auch. Tentoxa hatte ich hinten sogar hier im Küstenareal. Gut, nochmal ein paar ausgetauscht, nochmal versuchen. Nützt nichts. Müssen wir ein bisschen rumprobieren, studieren. Aber wie gesagt, die sind eigentlich alle hier aus der Kuppel. Die haben wir alle hier eigenhändig gefangen. Er sei. Hä? Ohne Witz jetzt, ne? Ist das ein Scherz? Rihorn steht oben zum Beispiel kein DEU. Warum? Hier bei Slimer auch nicht, warum? Und ich achte mal oben auf die Dinger. Also die sind, wie gesagt, alle hier gefangen in der Kuppel. Das kann gar nicht sein. Rabigato auch und so. Einmal mit rein. Gut, jetzt steht auf jeden Fall oben auch im Menü DEU. Nochmal schauen. Lag das vielleicht daran? Nee. Er will mich gerade ver. Er will mich doch veräppeln, oder? Das sind alles Pokémon, wie gesagt, die habe ich hier zu 100% in der Kuppel gefangen. Kokoweil rennt hier rum. Das ist sogar das Alola irgendwie, glaube ich, noch. Oder das andere ist das Alola. Hatten wir eben auch schon mit drin hier das. Kentoxa ist von hier. Das ist gerade ein Scherz. Auch hier Box 1, hier auch die hier zum Beispiel. Sind auf jeden Fall auch von hier. Das hier zum Beispiel ist auch aus dem Schneegebiet Lapras und so. Boah, ey. Der regt mich voll auf gerade. Gut, Jura, müssen wir nochmal kurz. Müssen wir nochmal schauen. Ja, Metang sind alle von hier. Gigantes ist, die sind alle von hier, wie gesagt. Nehmen wir mal Monozyto. Haben wir sogar eben erst noch gesehen und bekämpft.
Kaodokamp. Schillerbell, Level 71. Pokomil, wie gesagt, auch hier aus dem Polargebiet. Die sind alle von hier, wie gesagt. Ich verstehe das gerade nicht. Keine Ahnung. Alle DEU. Alle hier gefangen. Alle eigenhändig gefangen. Wobei das nachher gleich nicht klappt, würde ich sagen, breche ich den Part ab. Ich habe keine Ahnung. Aber die sind alle, wie gesagt, von hier und wieder. Hä? Er will mich doch gerade veräppeln, oder? Ich habe die alle, wie gesagt, hier gefangen. Nützt nichts. Können wir nur ausprobieren nochmal. Oder ich gehe jetzt direkt, Moment. Was man testen könnte, ich fange jetzt ein Pokémon nacheinander hier. Ich habe die alle eigenhändig hier gefangen, wie gesagt. Dann machen wir das folgendermaßen. Da haben wir hier ein paar Pokémon rumrennen. So, Moment. Pokémon Boxen. Alle erstmal raus. Ne, was mache ich da? Eins muss erstmal drin bleiben. Dann fangen wir uns die sechs eben ganz einfach jetzt neu. Aber wie gesagt, die sind alle hier gefangen. Auch Lapras hier aus dem Europa haben wir eben sogar per Autokampf gemacht und so. Habe ich alle hier gefangen. Monozyto auch. Pokéball lassen wir drin. Gut, dann machen wir das folgendermaßen, dann fangen wir die 6 eben nochmal neu. Das haben wir hier zum Beispiel auch schon, aber egal. Jetzt nur für die Challenge machen wir das jetzt extra dann. Warum auch immer das nicht klappen möchte, keine Ahnung. Dann eben Doppelball drauf, sonst wieder Ball. Da wir das Pokémon haben. Klar. Aber wie gesagt, die sind alle, die wir gerade eben reingeholt haben, alle hier aus der Region. Und es klappt nicht. Keine Ahnung warum. Gut, Hyperball drauf. Wie gesagt, dann müssen wir die nochmal neu fangen. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Oder ist das, weil ich die von Karmesin rübergeholt habe? Also ich habe die eigenhändig hier gefangen. Die meisten waren sogar im Purpur, wo wir hier angekommen sind, in der Blaubeerakademie. Hatten wir sogar einen Purpur, die haben wir extra hier gelassen, in der Box. Sehr mysteriös, oder? Würde ich dazu jetzt sagen. Eises Kälte. Jetzt möchte das Pokémon noch nicht mal eingefangen werden. Ich habe, glaube ich, gar keine Wiederbälle mehr. Die Berry, ey. Boah. Aber das ist ja nervig gemacht, die Challenge, ey. Hat ich noch Wiederbälle? Schauen wir mal. Doch hier, 6 Stück habe ich. Dann ein Wiederball drauf. Da ich ihn schon habe. Okay, das hat immerhin geklappt direkt. Gut, Seberio, gerade, ihr seht es gerade hier live. Haben wir jetzt in der Terra-Kuppel gefangen. So. Der weiße Dämon. Okay, was? Eintrag? Ah ne, Belohnung im Pokédex. Hier, Hogumil. Haben wir eben auch im Team gehabt, aber drauf da. Direkt einfangen. Wieder Ball drauf. Müsste eigentlich recht schnell gehen, oder? Klar. Klappt natürlich nicht. Zack, und raus ist ein Ball. Auch lol. Slotball kann ich jetzt nicht einsetzen, super. Und noch mal wieder Ball. Ich habe ihn schon, deswegen müsste wieder Ball eigentlich am besten klappen. Aber mega nervige Challenge. Gut, zwei haben wir, sechs brauchen wir. Hier noch. Vielleicht finden wir durch Zufall auf einmal ein Shiny. Wäre natürlich auch sehr cool. In Kamosin hatte ich das auch öfters, wo ich da rumgerannt bin und durch Zufall auf einmal rennt da ein Shiny lang. Zack. Eingesagt. Und ich habe noch nicht mal den Pin. Den Schiller-Pin, den habe ich auch nicht. Iberi-Jurob haben wir noch nicht. Rauf da. Monozyto lief da oben eben auch. Gut, drauf da. Wenn wir jetzt, die wir jetzt fangen, die sind hier, ihr seht es live in der Kuppel. Wenn das jetzt gleich nicht funktioniert, habe ich keine Ahnung.
Somit auch direkt im Team, ne? Muss nur gleich schauen, dass ich eins auswechsel. Und zwar das Pokoball. Obwohl wir das auch hier in der Kuppel gefangen haben. Das war ich in Kamesin, war das. Gut, jetzt haben wir drei. Drei brauchen wir noch. Die haben wir jetzt hier live gefangen, vor seinen Augen sogar. Noch drei brauchen wir. Hier zum Beispiel Petsneef, auch da. Und nach den Kämpfen könnte man diese sechs Pokémon freilassen. Wieder Ball drauf. Und sogar Nummer 4. Noch zwei. Wenn er da jetzt bei immer noch sagt, das ist hier nicht gefangen worden, dann ist es ein Bug. Ich habe keine Ahnung. Weil das kann ja gar nicht sein. Die Pokémon, wir haben die sogar eben im Team gehabt und er will es nicht akzeptieren irgendwie. Keine Ahnung. Nächstes Pokémon, Monozyto. Ist das, glaube ich, noch. Machen wir Flottball. Ja, Monozyto. Auch hier gefangen, hatten wir eben auch mit drin im Team. Wie gesagt, die waren alle hier gefangen, die ich eben ins Team genommen habe. Wenn er, wie gesagt, das gleich immer noch sagt, wäre ich verrückt. Gut, eins noch, ne? Dann haben wir ein ganzes Team gerade frisch vor seinen Augen gefangen hier. Ah, hier zum Beispiel direkt Mitrodos. Oh. Ja, Flottball erstmal. Ah, das ist ja mega nervig gemacht. Wie gesagt, die Pokémon sind hier gefangen, die ich dort in der Box habe. Alle, die ich ausgewählt habe eben, und er akzeptiert das nicht, oder wie? So, jetzt haben wir sie, wie gesagt, frisch vor seinen Augen nochmal neu gefangen, die sechs Stück. Die Belohnung holen wir später ab oben. So, jetzt, ich bin mega gespannt. Nochmal kurz speichern erstmal. So. Dann schauen wir mal. So, Meister, sag an. Wir wollen kämpfen, ja. Ah, okay, jetzt klappt das, okay. Dann kann das sein, weil ich einige in Kamesin gefangen habe und rübergeholt habe mit Home. Das kann natürlich sein. Ui, 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 schön, dass ich dich nicht vergrault habe. Hehe, dann mal los. Gut. Dann schauen wir mal. Drei Kämpfe, dann haben wir die Challenge hinter uns. Und dann können wir gegen Levi kämpfen. Der Craig fordert uns heraus. Okay. Setzt zwei Pokémon ein, die ich glaube ich gar nicht kenne. Der Bolterus und Ramaidon. Kenne ich beide nicht. Geil. Gut, Mama, was haben wir hier? Eiseskälte, Blizzard. Geht sogar auf beide. Mama, Blizzard. Und mit dem anderen würde ich sagen, schauen wir mal. Zauberschein, Stärke 80. Machen wir direkt auch beide sogar. Naja, Blizzard zieht jetzt nicht viel ab. Immerhin Buschen. Darf ich die Pokémon am wenigsten leveln? Oder zählt das nicht? Wenn ich jetzt auflevel, Pokémon direkt raus. Okay. Nehme ich mal Mitrodos rein. Und Ramaidon ist fast K.O. Da hat auch nur zwei Pokémon, sehe ich gerade. Mega cool. Blizzard wieder drauf. Und nebenbei mal schauen, was haben wir hier. Seher. Zwei Runden nachdem Seher eingesetzt wurde, folgt im Angriff Psychoenergie. Psychokinese. 90 Stärke. Machen wir Psychokinese auf Bolterus. Siberio direkt raus, okay. Bin mal gespannt. Oh nice, das eine Pokémon ist weg, somit hat er nur eins. Ja, Psychokinese, immerhin fast die Hälfte der Energie weg. Achso, ich würde sagen erstmal Europe-Schnitt rein. Gut, dass die Trainer nur zwei haben, also zwei Pokémon jeweils.
Denk mal, die anderen beiden haben auch jeweils nur zwei. Nassschweif. Was? Stärke 90, okay. Dann Drau. Und Psychokinese weiter. Gut, immerhin. Deuterus raus, somit haben wir ihn, ne? Ja, immerhin Quake, den ersten haben wir, okay. Deine Pokémon sind wie echte Juwelen. Ja. Ich würde sagen, passt. Dann können wir mal kurz schauen, Pokémon, ja, müssen auch wiederbelebt werden und so. Oder ich gehe kurz zum Automaten. Wo steht er hier vorne, ne? Muss nämlich voll trainierte Pokémon haben. Oder werden die vorm Kampf geheilt? Unser Armor schnell hier hin. Pokémon schnell heilen. Aber darf ich dann gegen Levi mit den normalen Pokémon kämpfen? Ja, ne? Das ist ja nur eine Challenge jetzt mit den Pokémon hier. Dann schauen wir direkt die goldene Mitte. Bei mir hast du es mit einer eiskalten Trainerin zu tun. Bist du bereit, vor mir zu erzittern? Joa. Oh, en garde. Gut. Dann schauen wir mal. Somit zweiter Kampf in der Challenge. Die Nie fordert uns heraus. Mit Yugong und Sandama. Okay. Und ich sehe gerade, die sind auch nur auf Level 68, die Pokémon. Und auch nur zwei wieder, okay. Ich sehe gerade Kraftkoloss sehr effektiv auf Yugong. Effektiv, Zauberschein. Na, setzen wir mal mit ein direkt. Ah, Yugong fast K.O. Gelber Bereich. Wir setzen Nassschweif ein. Und sie Barry natürlich direkt raus, ne? War klar. Dann nehmen wir direkt wieder unser wunderschönes Pokémon gleich. Yugong sogar roter bereichert. Mitrodos, einmal mit rein. Und erstmal Psychokinese auf Yugong. Ja, mit Zauberschein nochmal drauf. Aber Hokumil fast raus. Ja, und direkt raus, war klar. Beide auf einen. Beide auf einen drauf, ey. Gut, immerhin, somit Yugong ist weg. Zumindest hat sie nur ein Pokémon. Okay, wen holen wir rein? Nehmen wir Yugob. Und Sandama wäre noch am Moment. Ich sehe gerade nicht sehr effektiv die ganzen Sachen. Dann würde ich sagen, Pokémon austauschen. Nimm mal Monozyto mit rein. Obwohl, nicht gut. Nassschweif ist effektiv. Dann drauf da. Los, Monozyto. Übrigens auch sehr cooles Pokémon. Eiszapfen, oha, ein Schlag und weg. Nassschweif, gefährlich. Gut, alles nicht sehr effektive Attacken, super. Yugong ist drin, ne? Toll. Nimm mal Petsnee. Na toll, nützt ja nichts. Muss er mit den Attacken angreifen hier. Okay, dann drauf da. So. Nassschweif. Auf Sandama. Schlitzer setzt er ein. Und sogar verfehlt. Petsny, Fuchler. Nassschweif direkt wieder drauf.
Ja, hoffentlich klappt das hier. Hat so ein Dama verfehlt die Attacke, okay. Zumindest geht das nochmal drauf. Aber verwehrt. Unser Petsny. Gut. Was setzt sie ein? Super, die sind alle nicht sehr effektiv, die Attacken. Super, ey. Maschweif ist das Einzige, was effektiv ist bei allen Pokémon, die wir gerade gefangen haben. Ungewohnt, mit frisch neuen Pokémon so in den Kampf zu gehen. Mit frisch gefangenen. Aber immerhin, er ist schon gelber Bereich. Fuchler, Blizzard oder eises Kältemoment wäre. Immer Blizzard wieder. Und Naschspalt. Komm, nur noch ihr Sandama. Petz nicht raus. Okay. Ärgerlich. Mega ärgerlich. Aber weiter geht's. Ah, fast. Noch ein ganz klein bisschen Energie hat er. Sehe schon, ich müsste gleich auf jeden Fall Pokémon wieder beleben, ne? Haben wir noch zwei. Ja, erstmal würde ich sagen, direkt Beleber. Auf machen wir Siberio. Und nebenbei mit Naschspalt drauf. Komm, hopp. Noch zwei Schläge, glaube ich, dann haben wir ihn. Das war sie. Psychokinese. Ich gehe jetzt aufs Ganze drauf da. Klar. Mythodos raus. Somit kann Siberio erstmal wieder rein. Immerhin roter Bereich. Und ich habe gerade gesehen, eine Attacke bei Siberio ist sehr effektiv. Kraftkoloss. Gut, dann wieder aufs Ganze gehen und drauf da. Und yes, wir haben sie. Somit noch ein Trainer. Mega cool. Heißt, wir müssen nur wieder einmal schon die Pokémon fit machen, ne? Kein Wunder, dass Lebi dich mag. Und sogar 6800 an Cash wieder reingeholt. Nanu, Europe entwickelt sich. Oh, sehr cool. Ja, unser frisch gefangenes Pokémon hier. Glückwunsch, dann Europe hat sich zu einem Yugong entwickelt. Versucht Eiseskälte zu erlernen. Nö, das lasse ich erstmal alles weg. Dann drücke ich erstmal auf Nein. Okay, somit haben wir immer einen Yugong jetzt mit dem Team. Mal schauen. Sind die Pokémon geheilt? Nö, sind sie natürlich wieder nicht. Das heißt, wir müssen extra wieder hier uns fit machen. Hä? Wo war das Teil? Ach, hier an der Seite. Ja, dann haben wir den letzten Kampf in dieser Challenge und können gegen Lebi antreten, endlich. Ich hoffe ja, dass wir da die normalen Pokémon nehmen können. Weil wenn nicht, müsste man das demnächst in einem anderen Part machen. Also ich werde das auf jeden Fall hier noch versuchen. Ja, gleich die Pokémon natürlich wieder austauschen. Erstmal natürlich gegen ihn hier jetzt noch. Ich setze denselben Pokémon-Typ wie die Streamerin Enigmara ein. Na, kämpfen wir. Ja, muss ja mit unseren frischen Pokémon. Schere, Stein, Stromschlag. Los geht's. Okay, let's go. Der Ray fordert uns heraus. Zebritz und... Okay, die Zebritz und Magnezone setzen ein. Sehr effektiv, Kraftkoloss auf Magnezone. Er hat auch übrigens nur zwei Pokémon mit. Zauberschein ist effektiv auf Zebrit. So, würde ich sagen, erstmal drauf. Komplett mit beiden rauf. Ah, Nitroladung. Zieht aber nicht so viel ab. Okay, das ist sehr gut. Und so mit Kraftkoloss.
Ah, fast raus, gelber Bereich. Verteidigung sinken. Oha. Zauberschein. Gut, Mangelzone, roter Bereich oben. Direkt weiter drauf. Und nochmal drauf. Ich glaube, er ist irgendwie am einfachsten von den dreien. Ja, Magnetzone haben wir. Somit hat er nur ein Pokémon. Easy. Ich weiß noch nicht, ob Levi auch so easy wird. Ich denke mal nicht, oder? Gut, Zebrit, Scammer-Bereich. Weiter drauf. Immer schön drauf da. Funkensprung, Hokomiel, somit leider raus. Ja. Aber nützt nichts, wir haben ohne eine Pokémon mit Erdehoch 2. Und yes, wir haben ihn direkt. Ich würde sagen, von den dreien, wie wir gesehen haben, ist er am einfachsten eigentlich. Der Ray. Oh, das war ein elektrisierender Kampf. Und sogar nochmal 6800 Cash reingeholt. Nehme ich doch immer wieder Gedanken an. Und Pet Sneef entwickelt sich auch, aber bringt eh nichts. Das sind Pokémon, die ich schon habe. Jetzt haben wir zweimal Siberio, okay. Eistapf, nö, das Attacken lasse ich erstmal weg. Das sind eh Pokémon, die ich wieder freilassen möchte. Da ich die schon habe. Und Monozyto entwickelt sich. Zu einem Pokémon, was wir auch schon haben. Okay. Dein Monozyto hat sich zu einem Mitodos entwickelt. Und was? Mitodos entwickelt sich? Auch? Okay. Weiß gar nicht, ist das. Habe ich das schon? Schauen wir mal. Ach doch, habe ich glaube ich schon, ja. Dein Mitodos entwickelt sich zu einem Syto-Mega. Müsste ich eigentlich glaube ich schon haben. Attacke lasse ich erstmal weg. Mal schauen, werde ich ja gleich sehen, ob Pokédex-Eintrag aktualisiert wird. Oh. Okay, lass mal nachzählen. 1, 2, 3. Boah, du hast echt schon alle besiegt. Damit wäre meine Top 4 Challenge offiziell beendet. Na, easy. Mega easy eigentlich, die Kämpfe. Ihr drei könnt also abdampfen und euch woanders nützlich machen. Oder einfach chillen. Chill hört sich gut an. Ciao, gut gekämpft. Tschüssi. Ach, die drei sind so schön unkompliziert und gelassen. Richtig nice. Nice ist mein Wort. Nicer als nice. Sag ich ja sehr gerne immer noch. So, als nächstes bin ich dran. Aber Moment, darf ich meine Pokémon unterwegs noch tauschen? Moment. Ah, dein Team ist noch dasselbe wie bei meiner Challenge. Ich würde es an deiner Stelle ja ändern. Ja, bin ich auch. Oder willst du echt direkt loslegen? Nee. Will ich auf jeden Fall ändern. Kein Ding, ich warte hier, melde dich einfach. Okay, also wir dürfen die Pokémon tauschen. Das ist mega gut. Machen wir auch direkt. Das heißt, wir dürfen wieder unsere normalen Pokémon reinholen. Wie gesagt, die Pokémon, die ich hier jetzt gerade habe, die hau ich erstmal hier mit in die Box. Kann ja noch freilassen. Brauche ja nicht im Moment. Nimm erstmal die Pokémon mit rein, wie gesagt, die ich schon drin hatte. Sind unterwegs alle auf 100. Aber die Challenge war schon nervig. Erst die Pokémon wieder einfangen vor seiner Nase. Gut. Wie gesagt, die 6 hier muss ich mal merken. Box 32, die lasse ich natürlich wieder frei. Brauche ich nicht. Speicher natürlich auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, los geht's. Let's Fans. Wir sind extra zu Levi hin, haben die Challenge und wollen natürlich gegen ihn kämpfen. Ich hoffe nur, dass ich die richtigen Pokémon habe. Wenn nicht, ich habe noch ohne Ende andere 100er Pokémon. Na, bereit für den Kampf, Bro? Yes. Endlich. Endlich, let's go. Ja, da sieht man mal, er sagt auch endlich. Passt so.
Ja, wenn wir ihn haben, gibt es natürlich noch einen Trainer von den Blaubeer Top 4. Und da bin ich mal gespannt, wie die Story dann weitergeht demnächst. Mal sehen. Ja, hier gefällt es mir. Dich so kampfbereit direkt vor mir zu sehen, ist schon krass. Bisher war ich bei deinen Kämpfen immer nur Zuschauer. Jetzt stehe ich dir zum ersten Mal als Gegner gegenüber. Ich weiß, dass du es in der Blaubeerliga unbedingt an die Spitze schaffen musst, Bro. Sonst haben wir ein riesiges Problem. Aber kann ich trotzdem nicht einfach gewinnen lassen? Da hätten wir beide keinen Spaß dran. Deswegen werde ich jetzt so richtig auf die Pauke hauen. Egal, genug gelabert. Sei einfach du selbst und kämpf so, wie du es immer tust, Nobeldegger. Ich werde mich auch nicht verstellen, verlass dich drauf. Na gut, das hört sich schon mal cool an. Okay, dann legen wir mal los, Bro. Er hat das mit seinem Wort Bro, ne? Ich bin nicht sein Bro, ey. lass uns diesen Kampf so richtig genießen. Ja, ich denke mal schon. Hoffe ich doch zumindest. Bei Tara hatten wir so gesehen nicht die guten Pokémon, die wir jetzt haben. Wir haben ohne eine 100er, wie gesagt. Somit der Levi von den Blaubeer Top 4 endlich. Sind wir da und können ihn bekämpfen. Die Challenge war ein bisschen nervig, aber na, ganz easy kann man sagen. Wehe, du gibst hier nicht dein Allerbestes, sonst kommen wir vor Enttäuschung noch die Tränen. Ja. Und wieder die geile Kampfmusik übrigens. Finde ich mega cool. Gut. Hadronmotor von Miraidon Berg. Er hat insgesamt 6 Pokémon, sehe ich. Effektiv, sehr effektiv. Juwelenkraft. Mega cool. Auf Dragoran. Hier muss ich erstmal schauen. Gigastoß, Kollisionskurs. Machen wir Kollisionskurs auf Libeldra. Oh, nice. Direkt mit einem Schlag raus. Sehr geil. So gefällt mir das. Und Juwelenkraft ist ja sehr effektiv. Aber was? Nur noch nicht mal die Hälfte weg. Oh, eine sehr effektive Attacke. Gibt nicht viele, die das hinkriegen. Okay. Na, immerhin ein Pokémon ist weg von ihm. Ich hoffe ja, dass Miraidon und Coraidon das Ding hier direkt rocken, oder? Gut, Juwelenkraft sehr effektiv immer noch. Außer hat er eben auch nicht so viel abgezogen. Machen wir mal Hyperstrahl auf Dragoran. Und Kollisionskurs würde ich sagen auf Maxat. Ja, passt. Unsere beiden Pokémon halten sehr gut durch und auch Stand. Maxax fast raus, ganz kleiner roter Bereich. Und durch Fokusgurt ein bisschen Energie wieder drin, okay. Ja, Dragoran ist raus, okay. Somit zwei Pokémon sind weg. Gut, dass ich die 100er Pokémon von Kamsin wieder rübergeholt habe nach Purpur. Seendrakegen setzt er auch mit ein als nächstes. Okay. Ich würde sagen, erstmal Gigastoß auf Maxax, der ist gleich raus. Aha. Miraidon, gelber Bereich. Regentanz setzt er ein, okay. Es fängt an zu regnen. Maxax somit aber raus. Somit hat er noch drei Pokémon, ne? Mega cool. Läuft, würde ich sagen, läuft. Zumindest im Moment. Gewaldro setzt da ein als nächstes. Okay. Muss mal kurz schauen, ich würde sagen, einmal Top Genesung auf Miraidon. Unser Regen, denke ich mal nicht, dass es viel bringt bei meinen Pokémon im Moment. Ich setze Orkan ein. Und Coraidon leider so mit roter Bereich. Und er haut. Ah. Okay, ich wollte gerade sagen, er haut auch noch mit drauf, aber krass. Das kann sie nicht bewegen durch. Punkt, Punkt, Punkt. Okay.
Ich würde sagen, ich gehe voll auf Angriff. Juwelenkraft, Seedraking und Flammenwurf sogar sehr effektiv auf Gewaltbogen. Aber Poraidon leider raus. Okay, macht nichts. Dann holen wir eins von unseren anderen epischen Pokémon rein, würde ich sagen. Brauchen auch so ein bisschen Abwechslung. Seedraking, Hälfte an Energie weg. Okay. Elektrofeld ist verschwunden. Ich würde sagen, ich teste mal. Oh, ich sehe gerade hier sehr effektiv. Drachenpuls und Flammenwurf bei Windewoge. Nimm mal Windewoge mal mit rein. Gab es einen Raid, wie die meisten wissen. Auch ein mega cooles Pokémon. Juwelenkraft ist ganz gut, würde ich sagen, weiter drauf. Und Flammenwurf, würde ich sagen, Gewaltruhe. Gut, Miraidon hält auch gut stand. Verliert nicht so viel Energie. Und Seedraking fast raus. Ganz kleiner roter Bereich nur. Komm, hopp, ich will draufhauen. Blättersturm, okay. Dann würde ich sagen, weiter rauf. Seedraking ist ja eh gleich weg. Dann hat er noch zwei Pokémon noch. Ich würde sagen, Drachenpuls testen wir auch mal auf Gewaldro, ist sehr effektiv. Ich setze Akrobatik ein. Der Eisstrahl, Miraidon fast rausgehauen. Okay, aber Seedraking auch weg. Somit hat er noch zwei. Pass. Ja, im letzten Part gegen Tara haben wir ein paar mehr Anläufe gebraucht, weil wir da die ganzen Pokémon noch nicht mit im Team hatten. Ne? Boah, das war abgefahren. Sogar das Glück ziehst du an. Ja, passt. Somit hat er nur ein Pokémon, was er wahrscheinlich auch Terra kristallisieren wird. Was wir, würde ich sagen, auch machen würden, machen, oder? Okay, erstmal würde ich sagen, gleich heilen. Also Bridoradon setzt da ein, okay. Top-Genesung erstmal auf Miraidon. Und Windewoge. Können wir direkt Terra kristallisieren. Würde sagen, ich setze Drachenpuls ein. Also Bridoradon hat er drin. Gut. Nur noch das eine Pokémon. Dann würde ich sagen, auf geht's, Terra-Kristallisierung und drauf da. Übrigens, das ist glaube ich das erste Mal, dass ich Windewoge Terra-Kristallisiere hier. Das Blut des Drachen brodelt, seine Macht wird jeden in die Knie zwingen. Schauen, würde ich sagen. Gut. Somit drauf da und direkt, yes, mit einem Schlag rausgehauen. Sehr cool. So hätte es eigentlich auch im letzten Part gegen Tara laufen müssen, wo wir sehr viel Anläufe gebraucht haben. Ne? Mega, mega cool. Somit haben wir Lebi sogar direkt beim ersten Mal rausgehauen. Dank unseren 100er Pokémon, wie gesagt. Sehr gut, dass ich die rübergeholt habe von Kamezin. So habe ich mir das vorgestellt. Die Belohnung im Pokédex können wir auch gleich noch abholen. Nice. Somit noch ein Trainer. Also drei haben wir. Und ein Trainer fehlt noch. Von dem Blaubeer-Top 4. Hey, das heißt, hat übel viel Spaß gemacht, oder? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich dich in die Liga AG eingeladen habe. Jetzt, wo du gegen mich gewonnen hast, müssen wir dich auch offiziell in die AG aufnehmen. Na, was sagst du dazu? Joa, auf jeden Fall, sehr gerne. Ach, wenn man ihn besiegt, kommt man, okay. Gute Antwort. Lass uns gleich ein Foto machen, das du für deine Anmeldung benutzen kannst. Okay, mega cool.
Lemmy von den Top 4 besiegt. Und zwar Half-Style, ne? Auch sehr cool. Also bei uns, bei unserem Charakter. Ich musste mich ein bisschen zusammenreißen, sonst wird Tara wieder stinkig. Sie nimmt das mit den Fotos ziemlich ernst, weißt du? Da war doch noch was. Ach ja, du kriegst auch eine TM von mir, weil du ein Top-4-Mitglied besiegt hast und so. Hab total vergessen, eine einzupacken. Momentchen, bin gleich wieder da. Okay. Da ist er, holt jetzt die TM extra. Rennt los und holt die. Okay. Sorry, dass du warten musstest. Da bin ich wieder. Drei Mitglieder der Top 4 hast du schon besiegt. Du machst ja beängstigende Fortschritte. Dafür kriegst du natürlich auch die versprochene Belohnung hier. Okay, TM 226 Drachenschrei wäre das dann. Ja. Der anspornende Drachengebrüll hebt die Moral aller Mitstreiter und erhöht ihre Volltrefferquote. Der Effekt ist stärker, wenn sie dem Typ Drache angehören. Okay. Nice eigentlich, die Attacke. Das bisschen Staub stört dich doch nicht, oder? Ein Talent wie dich aus nächster Nähe zu sehen, lässt so schnell niemanden kalt. Auch Jo nicht. Mal sehen. Wer fehlt dir jetzt noch? Ach, Erin. Ja, das wäre Nummer 4 dann. Lass dich von ihrer eisernen Miene nicht irritieren und heiz ihr mit etwas Feuer ordentlich ein. Also dann, viel Erfolg. Ja, und vor allem auch in der Liga AG gibt es da so viele Sachen, wie gesagt, mit dem BP, die man da freischalten kann, mit den Punkten. Da muss man auch demnächst mal schauen, aber so mit Lebi haben wir auch. Wenn man nochmal auf die Karte schaut, wie gesagt, als nächstes wäre ja unten dann, ja, unten hier, wie er auch schon sagte, Erin ist sogar Typ Stahl. Also setzt Stahl-Pokémon ein. Das Gebiet habe ich in Kamezin auch noch gar nicht erkundet, da muss ich auch nochmal schauen. Hier wäre übrigens auch, wir haben jetzt auch neue Reisepunkte von eben, die Raststätte, da sind wir durch, dann können wir hier jetzt auch hinreisen. Und hier, irgendwo hier war ein Eingang, da bin ich in Kamezin da schon ein bisschen rumgerannt und so. Nur ihn habe ich noch nicht besiegt, auch in Kamezin noch nicht. Das heißt, ab jetzt wird natürlich alles spannend, in Kamezin werde ich die anderen Trainer natürlich auch machen, hier direkt. Moment. Was ich gerade sagen wollte, also irgendwo hier, genau, hier ist so ein Eingang. Da sieht man sogar, die Elektrolytgrotte wäre hier. Da könnte man natürlich demnächst auch mal hinschauen. Oder wir machen erst den Kampf demnächst im nächsten Part. Weil die Challenge dauert auch dann wieder dort, so ein bisschen. Ja, dann den Kampf gegen ihr hier. Was dann kommt in der Story, da bin ich mal mega gespannt. Moment, und dann geht es ja, wie gesagt, hier können wir auch mal schauen, dass wir da vielleicht irgendwann hingehen. Da ist ein Eingang, zumindest von der einen Seite. Und dann geht es hier unten sogar in dieser Elektrolytgrotte, sogar bis hier unten durch irgendwie, wo ich in Kamezina schon so ein bisschen rumgerannt bin. Aber wie gesagt, das können wir alles in Zukunft machen. Ich denke mal, wir machen demnächst im nächsten Part erstmal hier. Ja, sie hier, oder? Und dann kann man natürlich immer noch schauen, auch mit dem BP. Ich weiß ja nicht, was danach kommt, wenn man sie auch noch besiegt hat. Ich denke mal, die Story wird natürlich noch ein bisschen weitergehen, als nur diese vier Trainer zu besiegen. Gut, dann würde ich aber eigentlich sagen, machen wir für heute Feierabend. Ich würde sagen, das passt eigentlich. Super Mario RPG machen wir natürlich die Tage auch weiter. Da haben wir das Postgame, was natürlich mega hart ist. Aber auch hier, ich würde sagen, machen wir wahrscheinlich morgen sogar direkt weiter, je nachdem, wann ich Zeit habe. Erstmal muss ich natürlich wie immer die beiden Parts jetzt, Mario RPG und hier diesen Part natürlich erstmal zurecht ribbeln und schnibbeln und natürlich veröffentlichen auf Twitch und auf YouTube natürlich. Das heißt, ja, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, wollte ich gerade sagen. Wir machen erstmal Feierabend, weil ich die Videos auch fertig machen muss. Das heißt, ja, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.